Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Dark Souls 3. Ich komme mir gerade so verwirrt vor. Ist das das, wo ich letzte Folge aufgehört habe? Das ist so, hä? Ah ja, genau, da ging es in den Sumpf runter. Ja, jetzt bin ich wieder im Bilde. Manchmal, so ganz, ganz manches Mal, dauert das immer so ein bisschen. So, ich hatte letzte Folge gefragt, ob ich erst die Leiter hochgehen soll oder ob ich weitergehen soll. Und es wurde mir gesagt, zum einen, naja, ich habe ja eh meinen eigenen Kopf. Okay. Und das andere war, die Leiter hoch. Jetzt denke ich mir so, wenn ich ja meinen eigenen Kopf habe, dann heißt das ja, ich sollte was anderes machen, nicht die Leiter hoch. Nein, wir gehen die Leiter hoch. Mal gucken. Und das sind Rufsymbole. Die sagen sicherlich, nicht Rufsymbole, so Chat-Nachricht-Gedöns-Dings-Symbole. Da steht da, da ist jetzt sie. Oh Gott. Ah ja. Ich dachte jetzt irgendwie hier ist gerade ist voll so der düstere Raum. Aber nee, ist gar nicht. Hallo? Okay. Wusste ich doch, dass da was kommt. Aha. Aha. Ui! Ich wusste, dass das passiert. Muss ich das Arsch da oben irgendwie töten. Warum wollte ich die nochmal entgegendodgen? Ah ja, ich wollte die Magie abfangen. Ah, hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Kann er nicht hierher kommen? Komm her. Komm her. Genau. So, tschüss. So, wartet hier noch mehr von der Sorte auf mich? Oder ist jetzt alles gut? Ich hoffe, sonst nichts. Ein Beichtstein. Oha. Ich hab doch gar nichts zu beichten, oder? Jetzt gucken wir kurz hier raus. Hallo? Wetten, dass hier heißt scheinbar der Wand. Nee, nicht mal. Lügner voraus. Ach, da könnte ich runter. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ich will erst noch gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ja, da zum Beispiel versteckt sich noch einer. Aber sonst scheint hier nichts zu sein, oder? Also wir gehen jetzt mal zu dem da. Der da rumgimmt. Hallo? Wundert's, dass der sonst nichts gemacht hat. Ist sonst hier nichts? Ja, genau. Jetzt fange ich an aufzunehmen. Jetzt will mein Kater rein. Ist doch nicht sein Ernst. Mal hochhalten, dann sehen wir ein bisschen mehr. Sonst ist hier wirklich nichts? Jetzt erwartet, dass hier noch irgendwas ist oder so, aber hier ist nichts. Aber warte mal. Ich hüpfe jetzt mal hier hin. Weil ich glaube... Nee, hab mich getäuscht. Passt schon. Hier konnte man ja dann da runterlaufen und dann sind wir ja hier in den Raum angekommen. Ja, gut. Dann gehen wir nochmal die Leiter hoch und gehen dann da hinten runter, oder? Mal gucken. Weiß nicht. Dieses... Oh, wie mich diese Elo gerade erschrocken hat. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass da noch irgendwas ist. Ich meine, das Einzige, was sein könnte, ist, dass da vielleicht noch irgendwie der ein oder andere scheinbare Wand wartet. Oder das will einen nur baiten und da ist gar nichts. Das ist immer so schwer zu sagen. Lass uns einfach mal hier runtergehen und gucken, ob hier was kommt. Man landet einfach nur hier. Ja, nett. Okay. Für einen Beichtstein haben wir das also gemacht. Ja, gut. Wenn sonst nichts ist. Hier habe ich alles. Dann ging es jetzt hier runter. In den Schmodder. Jetzt gucken wir mal. Ist der Schmodder giftig? Nein. Okay. Grüne Blüte.
Irgendwie traue ich der Ruhe hier nicht. Hättest du mitgerechnet, dass das irgendwas ist, was gleich aufsteht? Aber ich kann nichts anvisieren. Ich traue der Ruhe hier nicht. Recht hatte ich doch. Oh, ich das erschrockenes Viech. Ach, das hält ja gar nichts aus. Oh. Da habe ich mich auch noch gleich sauber verschluckt. Durch den Schreck. Alter Vater. Das, ja, das war ein schöner kleiner Jumpscare. Ja, danke schön, Spiel. Hast du gut gemacht. Ich lieb dich auch. Okay. Ist da hinten im Eck irgendwas? Ich lasse das Schild mal erhoben. Oh, wir können durch das Wasser laufen. Oh, das ist angenehm. Okay, dahinter, glaube ich, geht's weiter. Hier ist jemand gestorben. Immer mal wieder kurz drücken, ob wir irgendwas anvisieren, aber es sieht nicht so aus. Hier ist auch jemand gestorben. Eine Seele. Da vorne steht doch wieder eins auf. Da vorne steht doch nicht mehr wie nur eins auf. Warte mal. Ach, guck mal. Die bewegen sich doch sogar, oder? Mhm. Ich bin nicht so doof. Nee, nee, nee. Manchmal weiß ich auch, mir zu helfen. Hi. Na du? Jetzt müssen wir mal gucken. Ob ich jetzt... Ach so, ja gut. Kann man mal machen. Also das ist noch eins. Da hinten könnte auch eins sein. Ich lock das hier mal noch kurz an. So. Weil das hier ist keins. Da könnte sich noch eins verstecken. Nee. Also die, die so aus dem Wasser rausgucken, die sind dann solche Viecher. So, jetzt bin ich gespannt, ob das da vorne auch eins ist. Aber da liegt Loot, deswegen ist das vermutlich kein Viech. Okay. Eine große Heilung bekommen. Viech ist tatsächlich tot. Jetzt erwarte, dass es sich vielleicht doch noch bewegt, aber... Hat's nicht. Okay. Ja, ich lasse mich nicht nochmal so erschrecken von dem Viech. Das sehe ich gar nicht ein. Sauerei! Kommt jetzt einfach und... Hey! Hi! Na, du? Überraschung! Mhm. Nicht mit mir. Gibt's doch hier sicher auch irgendwie solche Viecher. Erstmal darüber gehen. Geht's hier tiefer? Trau dem Ganzen hier nicht. Hier ist nichts. Grüne Blüte. Was ich schon gehört habe, ist, dass ich wohl demnächst ins PvP-Gebiet komme. Aber da ich ja gerade keine Glut eingeworfen habe, kann ich, glaube ich, doch nicht invaded werden. Oder war das hier so, dass man invaded werden konnte? Ich weiß es nicht mehr. War das hier auch so? Oder war das hier nur hier so? Nee, ich glaube, es war hier so, ne? Ja, hier war das, hier konnte man auch ohne Glut. Oder so. Ja, ich sage immer Glut. Ja, doch, passt Glut. Konnte man hier invaded werden. Ja, 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 ja. Nur, Das, was mich so geärgert hat, dass sie das hier jetzt so eingeführt haben. Da glaube ich, wird es gefährlich da vorne. Ich bin jetzt mal so frei und lese die Warnung. Es ist eine Warnung. Ich könnte wetten. Joggen. Doch keine Warnung.
Hier kommt doch bestimmt noch irgendwas. Wirklich nicht? Ich trau der Ruhe hier nicht. Nochmal grüne Blüten? Wo gehen wir dann als erstes lang? Geheimnis-Fragezeichen. Sinnlos voraus. Ah ja. Du voll schwachsinnig hier. Nichts hier. Ja, sieht so aus. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir in den Tunnel rein oder gehen wir da lang? Erstmal da lang, weil da ist ein Leuchtfeuer. Oh Gott, da ist ja schon wieder alles dunkel. Dann setzen wir uns auch kurz hin. So, und füllen unser Estus auf. Da ja hier kein Viech war, kann uns das ja ziemlich egal sein. Okay, ist hier was? Verarscht er uns. Visionen von Tür. Ja, 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 da ist keine Tür da hinten, da waren wir schon. Die grüne Blüte... ist sicherlich ganz interessant, wenn man hier durchlaufen... Wir verlieren hier, wenn wir durchjoggen, überhaupt keine Ausdauer. Guckt mal. Wir gehen normal. Wir laufen. Wir verlieren hier keine Ausdauer. Das ist interessant. So, hier wird es jetzt, glaube ich, spannend. Wie viele Viecher kommen jetzt gleich? Nee, falsch, das wollte ich nicht. Da ist was. Da ist was. Kann ich das anschießen? Ja, kann ich. Erstmal die schön herlocken. Ich lasse mich da gar nicht erst in Bredouille bringen. So. Das lasse ich gar nicht erst zu. So, das da. Zumindest die ersten halt schon mal pullen. So. Weil hier zum Beispiel hätte locker eins ums Eck warten können. Dann hätten wir uns nur geärgert. Deswegen, ich pull die mal vorsichtshalber. Zumindest die am Anfang pulle ich mal alle. Nicht getroffen? Jetzt noch. Oh, das hat mich erwischt. So. Weil wenn hier nämlich noch eins sich versteckt, dann kann es mich wenigstens nicht so heftig überraschen. Jaucheküchlein. Siehst du nämlich, weil hier ist nämlich auch eins. Gut, dass die nichts aushalten. Das macht es ganz angenehm. Jetzt haben wir nämlich die meisten davon schon los. Ich glaube, dass da hinten locke ich mal auch noch an, weil ich weiß nicht, wie viel da noch in der Umgebung ist. Ich will einfach auf Nummer sicher gehen. Ist ganz gut, dass ich Pfeile und... dass ich meine Pfeile aufgefüllt habe. Oh, was hat das fallen gelassen? Grüne Blüten. Jaucheküchlein. Man hier auch noch irgendwas anderes. Mehr grüne Blüten will ich mich ja eigentlich nicht beschweren drüber. Das Viech war seltsam. Das ist doch eine Falle, oder? Trau den Frieden nicht. Exkremente, bedeckte Asche. Interessant. Okay. Kann man
Können wir also auch weiter gucken? Erstmal den Raum noch fertig machen. Guck mal, das sind 3 Stück. Nicht hier. Ah ja. Wo dann? Da ist gar nichts hier. Was will er denn mit nicht hier sagen? Ah ja, guck mal. Wenn sie schlau wären, jetzt mal ganz ehrlich. Ah, ich muss später dodgen. Wenn sie schlau wären, wobei, ich könnte noch einfach angreifen. Würden die das einführen, dass wenn ich ein Viech anhaue, dass die anderen auch kommen? Zum Beispiel die 3 hier. Warum kann ich die so leicht auseinanderbeten? Ah, mit dem Schildblock funktioniert das wunderbar. Wenn ich diese blöde Mauer wäre. Interessant ist, dass man das Viech schlagen kann. Zeit für Traurigkeit, weil hier nichts ist oder was. Aber nicht, also man kann das nicht anvisieren, wenn es noch nicht in Fight ist. Das ist seltsam. Was steht hier? Schattenasche voraus. Ach so. Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass das so eine Warnung ist mit so, hey, voll fiese Falle. Ich meine, das ist doch prädestiniert für, oh, du willst es looten? Tja, wir lassen den Boden unter dir einstürzen. Ich traue dem Gebiet nicht, das ist so ruhig. Estus-Suppe trinken. Ich kann hier meine Estus auffüllen. Warum? Verschnaufpause. Hier ist nichts. Oder hier war nichts, sagen wir mal so. Gut, wegen einem verbrauchten Essus werde ich jetzt diese Suppe nicht trinken. Nein, ich esse diese Suppe nicht. So, so viel zum Thema. Hier ist auch nichts. Was ist denn hier los? Was ist denn hier so ruhig? Hallo? Ah ja. Da ist jemand. Nur der? Sonst nix? Ich trau dem Gebiet nicht. Du bist doch sicher voll schwer zu töten. Nein. Wer hat da jetzt auf mich geschossen? Ach, hinter mir schießt man auf mich. Jetzt glaube ich, kann man... Oh, kann man immer noch auf mich schießen. Ich sehe nichts. Nein, 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 nein. Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Oh. Lauf, 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 lauf. So, jetzt. Okay. Bei so langsamen Angriffen, wie der hat, oh, würde ich den ja voll gerne kontern. Geht aber nicht, weil ich kein Schild mehr habe, das kontern kann. Okay. Könnte man ein bisschen Ausdauer gebrauchen. Dafür wären die grünen Blüten jetzt natürlich ziemlich nice gewesen. Oh. Der haut zu. Hui. Ui, ui. Alles klar. Okay, der weicht so dämlich zurück, das nervt mich. Ah, ich finde das Pathfinding immer so süß. Oh, hätte ja funktionieren können. Im Endeffekt ist das bei... Oh. Bei NPCs ganz easy. Ich wette den hier nach oben. Zum Beispiel. Dann könnte ich hier runtergehen und in aller Ruhe einen Estus trinken. Weil...
Der NPC hat das Problem, er kann nicht selber nach unten. Okay. Der kann das nicht. Der muss auf normalen Weg über eine Treppe nach unten gehen. So, weg mit dir. Das finde ich ziemlich witzig. Große Titanitscherbe und göttlicher Segen. So, jetzt können wir gern die Suppe trinken. So. Hä? Ach so, das ist wie ein Estus-Flakon. Das ist wie ein Estus. Ich dachte, das würde meine Estus auffüllen. Oh. Ups. Okay, wir haben das auch geklärt. So, und was bist jetzt du für ein feiges, dämliches Ding da oben? Ja, geil. Dann gehen wir also da lang, weil er da wahrscheinlich nicht auf mich schießt. Das ist uns nichts, okay. Wenn ich dich finde, wie ich dich ab... Oh, er schreckt mich. Wie ich dich abräumen kann. Du wirst sterben. Eines grausamen, qualvollen Todes. Dass du mir einfach so saufrech in den Rücken schießt. Hier ist auch nichts. Nix ist hier. Niente. Vielleicht eine scheinbare Wandung, keine Nachricht. Aber ansonsten nix. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, gegen jede Wand zu hauen. Verlass mich einfach mal drauf, wenn da eine scheinbare Wand ist, dann wird da schon was davor kleben. Hab dich schon gesehen. Ach, ihr seid zwei. Na kommt, bei Fuß. Kommt, Mama. Ui. Oh. Schön. Da kamen Hundis. Die sind böse. Da vorne sind wieder so unsichtbare Viecher. Ja, der schießt doch schon auf mich. Eine Seele. Ist das nur der? Ist das sonst nichts? Nee, da ist noch ein anderer. Oh. So. Ernsthaft? Na, ach so, der ist Hund, weil er... Ui, ui, ui. Ui. Das könnte böse ausgehen. Nee, alles gut. Ui. Jetzt geh weg. Ui, 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 ui. Ich trinke jetzt einfach mein letztes Estus und alles ist gut. Komm her. Nein, natürlich musst du erstmal wieder Magie schießen. Da ist ein Hund. Ah, von da oben schießt der andere runter. Sonst noch jemand? Nein, oder? Nur der da oben auf der... Ich habe halt Angst, dass da sonst noch gleich jemand kommt. Ja, aber sonst war alles ruhig hier. Okay. Ja, man kann nie wissen. Ich meine, ich habe ja nichts mehr. Ich habe ja kein Estus und nichts. Deswegen, man muss da schon vorsichtig sein. So ein bisschen zumindest. Okay. Da ist wahrscheinlich irgendwas... Das ist doch irgendwie sowas wie ein Aufzug oder so. Okay. Große Titanitscherbe. Nice. Oh, wo geht's denn hier überall hin? Das ist verwirrend. Das ist ein Aufzug. Da geht's sogar nach oben. Hey. Hi. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja. Es ist... Ah ja, sehr schön. Das ist vom Start hier, wo man dann da langläuft und dann da landet. Genau. Beste Beschreibung ever. Ich weiß, wo es ist. Das ist das Wichtigste. Ich weiß, wo das ist. Das ist eine Abkürzung. Das ist gut.
Bleibt aber immer noch der Teil an dem anderen Leuchtfeuer, den ich halt auch noch nicht erkundet habe. Aber da komme ich ja dann schon noch hin, irgendwann. Hallo? Da wartet doch sicherlich schon wieder irgendwas Bitterböses auf mich und will mich töten. Oh, guck mal. Also in der Theorie überlebe ich das. Ja. Ach, das ist gar nicht so tief, wie es aussah. Nochmal eine große Titanitscherbe. Und eine Leiter, wo auch immer sie hinführt. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Ja, natürlich führt das dahin, wo so Viecher sind. Hab keine Ausdauer mehr. So, und der schläft hier noch? Unten sind noch... noch mehr davon. Müssen wir die da unten irgendwie ausschalten? Ohne zu viel Leben zu verlieren. Ich habe nur die Auffrischung dabei. Ich habe kein normales Heil mehr dabei. Wir brauchen definitiv vielleicht noch einen weiteren Slot oder so. Hi! Na ihr? Alle hopp und einmal durch die... Oh, nein, 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 nein. Das war nicht gut. This was a very, very bad plan. Ui. Nein. Okay, ich wusste, dass das passiert. Das war leider nicht so schlau. Oh. Okay, dann kämpfen wir uns jetzt noch schnell an die Stelle hin. Das sollte ja jetzt nicht so schwer sein. Das war jetzt leider doof. Und holen das Zeugs ab. Wenn ich mir einen Gefallen tue, mache ich das relativ mit Bedacht. Weil da warten auch noch ein, zwei Gegner auf mich auf dem Weg dorthin, glaube ich. Deswegen, ich sollte mir Zeit lassen und da relativ ruhig und langsam hingehen. Das heißt, glaube ich, da lang? Da lang. Da lang, da lang, da lang. Ich muss kurz überlegen, wo es lang geht. Na, wo geht's denn lang? Das ist halt wiederum das Gute, dass hier nicht so viele Viecher sind. Genau, und das ist das Tor da vorne, oder? Ich hab doch recht. Ja, okay. Ich hab mich jetzt einfach getraut. Das Viech hat mich tatsächlich nicht gesehen. Ah, guckt mal! Ihr müsst stolz auf mich sein! Ich hatte Orientierung! Ich! Orientierung! Ja! Krasse Sache! Hi! Das wiederum gefällt mir jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie viele von den Viechern da unten... Okay, gar keins. ...noch Aggro kriegen. Ich dachte, hier waren mehr Viecher. Okay. Da muss ich also nur da drin klären. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Da bin ich gar nicht reingegangen. Ich bin hier runter. Ah, oh! Das war knapp. Wow! Ich habe gar nicht gesehen, dass ich nur noch so wenig Leben hatte. Lass mich raten. Wir sind dadurch da jetzt gelandet, wo ich gerade die Viecher angegriffen habe. Oder? Da geht's wieder nach draußen. Ja, okay, dann weiß ich jetzt auch, wo wir sind. Aber was macht das dann für einen Sinn? Oh, wow.
keinen Bock, wieder 10.000 zu pullen. Komm, wir nehmen Estus Flakov, was ich habe. Das ist so dämlich, wenn du keinen anvisiert hast, dann schmeißt er die total kurz. Wo ist denn der andere hin? Der war ja plötzlich ganz verschwunden. So, ich wollte mich nämlich von den Viechern hier jetzt nicht wieder so recken lassen. Das ist halt das Dämliche, weil ich die nicht anvisieren kann. Okay. Was ist das? Das ist nichts mehr. Okay. Ich meine, okay. Ach, das. Natürlich macht das Sinn, dass man da runter geht und dann über die Leiter da nach oben. Natürlich könnte man auch von hier da hoch. Aber dann würden die Caster hier die ganze Zeit runterschießen. Und so ist man das Ganze umgangen. Hat die Caster erst getötet und dann die unten. Ja gut, das macht Sinn. Oh mein Gott, ich habe heute Orientierung bewiesen. Und Intelligenz. Taktisches Denken. Wow, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Gefällt mir, so macht Dark Souls Spaß. Nee, nee, nee. Hi. Zwei, drei, vier. Oh. Fünf. Nein. Wie ich halt einfach alles wegtanke mit dem Schild. Großsense des Hohepriesters. Danke für die Sense. Oh, hi. Na du? Ach komm, wasten wir einfach ein bisschen Estus. Ist doch wurscht. Hallo, Kugel. Und da ist der Boss. Dann, weil da ist Großes. Oh, nicht schon wieder du mit dem... Oh, ich schilde die ganze Zeit. Ich mache einen auf Julia. Oh, guck mal, wie ich schilden kann. Ui. Depp. Hallo. Ist ja nicht nur Wüste. Oh. Ey, die Finte war fies. Wie man die Deckung aufhebt. Das weiß ich nämlich leider nicht mehr. Das kriege ich immer nur so aus Versehen hin, dass ich die Deckung von so einem Viech aufhebe. Wetten, dass da wieder irgendein blöder Spruch steht? Von wegen Hinterteil. Ja, natürlich, Zeit für Hinterteil. Wie oft wir das schon gesehen haben hier. Gibt es hier was Lootiges? Ach, warte mal, ist nicht da unten? Nee, doch nicht. Dachte, da ist das Lootiges gewesen. Doch, da. Dann kann man da hinspringen, den Loot dort jetzt aufheben. Okay. Boah, ich habe schon wieder Orientierung bewiesen. Was denn heute los? Mit mir. Ist was falsch? Scheinbare Wand? Es sieht halt auf alle Fälle so aus. Scheinbare Wand voraus. Ja, das sieht voll so aus, ne? Voll fies. Weißt du, in den alten Spielen, da war das so. Da hat das dann wirklich so ausgesehen. So eine scheinbare Wand. Hallo, ich hab dich schon gesehen. Kannst schon herkommen. Komm her. Schau, guck, da habe ich das jetzt voll aus Versehen gemacht. Oh, hi. Ach, warte mal. Ich weiß, wo wir sind, glaube ich. Die hab ich doch damals durch die Tür durchgetötet, um dann festzustellen, dass ich die Tür nicht aufmachen kann. Richtig? Eine Glut. Ah, okay. Das macht natürlich Sinn, dass wir hier lang gegangen sind. Jetzt machen wir nämlich hier auf. So. Dann gehen wir hier hoch. Nehmen jede Menge Anlauf. Und springen. Oh, vielleicht hätte ich doch nicht springen sollen. Ring des Sonnengrüns. Hi. Ey, das ist nicht fies. Nicht fair.
Tschüss. So. Dann haben wir das auch. Da wissen wir jetzt schon mal, wo Boss ist. Okay. Und dann haben wir sogar eine Abkürzung dahin. So, dann haben wir zwei Dinge bekommen. Und zwar haben wir bekommen... Den da. Verstärkt Wunder enorm. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben noch was bekommen. Ja, Ritterschlechter, war das das? Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden? War das das? Nein, das war es nicht. Wir hatten noch einen Ring bekommen. Dachte ich. Kann mich auch täuschen. Ach, den da, genau. Den haben wir bekommen. So ein Ring der Opferung. Okay. Dann haben wir... Noch ein paar so Aufwertungsgedünstiger bekommen, aber ich glaube, das ist nicht das, was wir brauchen, ne? Das ist gut, wasn't it? Zwei Waffe verstärken. Genau, wir brauchen Titanitbrocken. Nicht diese großen Scherben. Verstärken. Perfect. Wen hat man denn die Asche nochmal gegeben? Ihr, glaube ich, oder? Ah, Helmet. Da, Schattenasche geben. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. Was ist denn heute los? Ich bin heute in Hochform. New wares content thee. Es wäre halt schön, wenn es jetzt da so ein Reiter gäbe mit, hey, guck mal, neu. Ich würde mir sowas ganz gerne kaufen. Ah, es war schon so schön, mit Magie zu spielen. Muss ich offen und ehrlich zugeben, das war schon schön. Das hat schon Spaß gemacht. Gibt's bei ihr eigentlich irgendwas? Was kostet der Spaß nochmal? 103.000, oh easy. Aber warte mal, 29.000 können wir doch sicherlich einmal aufsteigen, oder? Nee, können wir nicht. Doch, können wir. Aufsteigen. Bitte. Okay. Okay, können wir sogar wirklich. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir rein? Also, Geschicklichkeit ist klar wegen unserem... wegen unserem Katana. So, dann Intelligenz wäre per se natürlich auch ganz cool, da noch ein bisschen rein zu skillen, ne? Weil wir ja mit Wundern... Nee, nicht Intelligenz, Entschuldigung, Glaube war es. Glaube sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen rein skillen. Ich würde natürlich aber auch genauso in Kondition und auch in Vita rein skillen wollen. Ich hätte aber auch ganz gerne noch einen weiteren Slot mehr für meine Wunder. Sind die auch bei Zauberei drin? Ja, das sind Zauberei-Slots, ja. Aber da ändert sich leider nichts. Okay. Wo gehen wir dann als erstes rein? Das ist jetzt die ganz, ganz große Frage. Ich würde sagen, wir bringen das jetzt mal noch auf 20. Ich weiß momentan nicht so genau, in welche Richtung ich gehen soll. Warte mal, wenn wir noch 9000 hätten, dann können wir noch mal aufsteigen. Oh, benutze! Fast. Fast. Meh. Ich hätte sie beim Händler als Verkauf angeben sollen. Dann hätte ich wenigstens gewusst, wie viele Seelen ich dafür bekomme und hätte ausrechnen können, ob ich sie hergeben soll. Ach komm, wir nutzen einfach. Oh! Das reicht doch definitiv. Aufsteigen! Nochmal Kondition. Kondition will ich jetzt auf 20 bringen. Definitiv. Farewell, Ashen One. Genau. Kondition... auf 20, den Lebensbalken noch ein bisschen vielleicht hochtreiben. Das Estus-Gedönse müsste ich halt auch, nicht das Estus, das Magie-Gedönse im blauen Balken müsste ich halt auch erhöhen. Ich müsste so viel erhöhen. Oh, Scheibenkleister. Na, wir kriegen das schon hin. So, dann dauert die Folge 39 Minuten mehr für das, dass ich jetzt zwei Tage lang nichts hochgeladen, also gar nichts hochgeladen habe und schon vor einer Weile schon mal den Tag ausfallen lassen habe. Momentan ist alles so hektisch. Ist es ganz okay, wenn eine Folge mal ein bisschen länger dauert und ich hatte heute Spaß. Jede Menge Spaß. So. Ich will jetzt noch kurz rein. Wow. Dunkel.
Dunkel. Nur dunkel. Wow. Wow. Just wow. Ich will kurz gucken. Ist da was? Hallo? 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 Okay. Okay. Da toben wir uns nächste Folge aus. Und wer weiß, wie viel da noch vor uns liegt. Je nachdem, haben wir dann nächste Folge ja vielleicht sogar einen Bossfight. Aber das könnt ihr, falls ihr das Spiel schon gespielt habt, eher abschätzen. Nein, natürlich nicht verraten. Mal gucken. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich heute auch. Und sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal.